Ihr müsst kooperieren. Wenn ihr nicht kooperiert, seid ihr nochmal. Wir würden kooperieren, aber es spricht niemand mit uns. Wir können nicht kooperieren, selbst wenn wir wollten. Wir sitzen im Knast und die lassen uns hier versauern. Seit Stunden. Warte mal, darf man eigentlich so lange im Knast sitzen? Dafür gibt es natürlich keine Regeln. Also ich werde auch gleich aufgehen, also das macht keinen Sinn. Was kriegst du dann, wenn du jetzt einfach aufgehst? Was heißt denn einfach aufgehen? Also ich meine, ich habe denen jetzt wirklich mehr als genug Zeit gegeben. Meine Aufnahme ist bei 4,45 gerade. Oh. Guten Tag, Sie möchten nochmal sprechen. Ja, ich bitte darum, dass es jetzt weitergeht. Wir warten wirklich seit geraumer Zeit. Der Corporal Star erbittet Auskunft, wann es denn mit seinem Verfahren weitergeht. Wer bearbeitet das denn bitte? Ich dachte, Sie wären das. Ich dachte, Sie bearbeiten das. Nee, ich habe Sie doch gesehen, wie Sie das gemacht haben. Ich kann ja nicht Zeuge bzw. Anklagesteller und Bearbeitender sein. Wann kriege ich dann ein Ergebnis? Na, der wird im Hintergrund noch ziemlich viel weitergehen. Mir wurde gerade über Funk gesagt, dass es wohl jetzt vielleicht weitergeht. Das wäre schön. Also die Inventurliste meinerseits ist auf jeden Fall fertiggestellt worden. Dass es nicht unser Eigentum ist, ist sicherlich auch darin vermerkt. Ich komme. Sofort wieder, ja? Jetzt sagt Chip plötzlich, er bearbeitet es gar nicht. Er fragt mal den bearbeitenden SD. Was ist das? Da kann niemand bearbeitet hier irgendwas. Habe ich mal fragend an die Tür geklopft. fragend an die Tür. sehr gut. Wenigstens haben wir alle den mentalen gleichen Schaden und machen es denen gerade nicht leicht. Das finde ich gut. Ja, vor allen Dingen, also es juckt halt auch keinen von denen, ne? Nö. No. Dann kommt Chip und sagt, ja, ich frag mal im Funk nach. Ja, dann geht's so, ja, geht gleich weiter, ja klar. Aber niemand nimmt das hier irgendwie für voll, dass das wirklich empörend ist, dass wir hier so lange chillen müssen. Ey, ist da noch der Zivi drin bei euch? Nee. Ach, der Zivi wurde schneller bearbeitet als wir. Das ist auch lächerlich. Der hat ja jemand anders verarbeitet, aber der hat das Gleiche gemacht. Was geil ist, er hat versucht, drei Klonungen zu murksen. Aber das war doch ein Dorfbewohner, oder nicht? Der ist doch mehr in Verbindung zu bringen mit den Waffen, die im Dorf sind, als wir, oder nicht? Ich glaube, die werden ihn irgendwo um die Ecke einfach gebracht haben. Glaube ich nicht. Ja, aber die meisten werfen die uns jetzt vor, dass da Kriegsgerät im Dorf war, wo wir drin waren. Also wir waren im Dorf und da war Kriegsgerät. Und das ist der Fakt, den die uns vorwerfen. Was ist der Paragraph, den die uns vorwerfen können? Kollaboration mit dem Feind. Also an die TC, der bearbeitende S-Täler für ihren Fall, unterhält sich gerade mit ihren Vorgesetzten und wird dann auf sie zukommen. Ja, unser Vorgesetzter war ja nicht dabei, oder? Exakt deswegen redet er mit denen, als Außenstehender. Aber können wir nicht unseren Fall zwischen dem behandelnden ST und uns beenden? Ja, also das kommt drauf an. Also ich bin dabei, dass unser Vorgesetzter da alle Daten kriegt, alles darüber weiß, gerne. Aber warum muss der denn jetzt gerade da einbezogen werden? Der bringt keine neuen Informationen, der hat keine Entscheidungsgewalt. Was soll das? Nicht, aber es wird bestimmt einen Grund dafür haben. Ich hoffe sehr, dass das keine Schikane ist. Die Dokumentation darüber hätte ich gerne. Mit Zeitstempeln bitte. Was hier jetzt gerade tatsächlich in dieser Zeit alles passiert. Koppel, Schikane gibt es bei uns niemals. Natürlich nicht. Dann helfen Sie mir, das nicht als Schikane aufzufassen. Ich bin auch in meinen Möglichkeiten begrenzt. Ich bin ja, wie gesagt, Zeuge und dementsprechend kann ich nicht viel in Ihren Fall zu beitragen. Ich habe lediglich aufgenommen, was jetzt alles vor Ort gefunden wurde. Ich versuche das mal selber zu beschleunigen. Also es kommt mir langsam auch zu lang vor. Ja, wahrscheinlich, weil die jetzt irgendwas Einheitsinternes uns noch vorwerfen wollen. Weil ich sehe jetzt keinen Grund, warum die mit unserem Vorgesetzten quatschen sollten. Klar, der soll alle Informationen auf den Tisch kriegen. Keine Frage, dass wir freigesprochen werden. Herzlich gerne. Aber warum redet er jetzt mit dem? Warum? Was trägt der jetzt zur Fallbearbeitung bei? Es ist immer gut gegangen, weil die mit dem LATLE durch den Tunnel geflogen sind. Das passt eigentlich gar nicht. Ja, dann schreibt er ein Ticket. Nein, ich glaube, Raiju will gerade zu mir. Ja, Raiju soll verhört werden. Aber ja, der wird jetzt zu mir gebracht und dann merken die halt schon. Merkt die, dass du noch da bist. Ja. Oh, ist das dumm. Es ist so dumm. Wenn wir jetzt gleich freigelassen werden, dann hau ich dem in die Fresse. Jetzt soll der auch Vernünftiges hier draus machen, wenn der so lange dafür braucht. Ich muss noch aussagen, Texter muss noch aussagen, wir müssen halt Wahrheit aussagen. Was wir aussagen müssen, ist halt gegen euch, ne? Nein. Das ist halt leider so. Doch, weil ihr reingelaufen. Du warst vorher da. Ja, eben. Ich war vor euch da und habe euch darauf hingewiesen, da nicht reinzugehen. Ihr habt es gekonnt ignoriert, weil ihr im Freigang seid. Dementsprechend, ja. Ich habe euch aber darauf hingewiesen. Ja, du hast es darauf hingewiesen, da nicht reinzugehen. Aber was du sagst, ist uns ja scheißegal. Und das dürfen wir ja auch. Das darf uns ja egal sein. Ja, deswegen kann ich ja nicht mehr für euch garantieren. Ich habe auch den MTAT gesehen, habe den halt gemeldet direkt und alles. Ja, ist doch gut. Dann ist doch alles gut. Ist alles wieder Auslegungssache. Ich habe euch rausgeholt, ihr werdet freigelassen. Gronit, wenn wir jetzt freigelassen werden, fahre ich jetzt zu dir und pisse an. Boah, Gronit, wenn du jetzt lügst, hast du Arschkarte. Also, jetzt stationieren die oben, ich hau meinen Kopf gleich gegen die Wand. Ja, das Mann. Ist richtig. Ja, wir gehen jetzt SCP. Ja, nein, also ich werde dann nicht mehr mitkommen, das macht keinen Sinn. Also ich wollte vor einer Stunde aufgehen. Abschluss kommen, Koppel. Also, die Ermittlungen haben jetzt Folgendes ergeben.
Ihnen wird vorgeworfen, gegen Paragraph 43 unterlassene Meldung verstoßen zu haben. Dies würden wir Ihnen bestrafen, weil Sie diese Zeit hier schon so lange drin sitzen, während der Ermittlung, dass im Endeffekt man das Ihrer Zeit anheftet und Sie deswegen sofort rauskommen und Sie die Zeit rückwirkend absitzen, weil Sie halt wirklich teilweise fast 2 Stunden in der Ermittlung schon drin saßen. Sind Sie fertig oder kann ich mich verteidigen? Ne, Sie können sich verteidigen, ja. Würden Sie sagen, wir müssen etwas melden, wo die Estia schon davor steht? Im Endeffekt müssen Sie alles melden, was Sie sehen. Bitte? Und müssen das Ihrem First durchgeben. Ich glaube, das hätten noch 2 Leute vergessen. Folgendes Szenario. Die Estia steht da, meldet das. Wir kommen, melden das. Der Nächste kommt, meldet das. Der Nächste kommt, meldet das. Verstehen Sie, worauf ich hinaus möchte? Also das Ding ist, es gab eine Sache, die gemeldet. Und das war ein AAT außerhalb des Dorfes im Gebüsch. Und nicht Hetzpropaganda. Ich finde es auch gut, dass du in Handschellen dastehen. Ich finde es auch gut, dass wir jetzt wieder vor allen Leuten in Handschellen dastehen werden. Das finde ich richtig geil. Ja, wurde mir nicht gerade gesagt, dass wir gerade freigelassen werden? Das wurde mir gerade gesagt. Nein, ich kläre jetzt gerade ab, dass wir ihre Haftzeit vielleicht einsetzen. Zurückwirken, halt. Ich möchte bitte mit der nächsten Fuhre umstationiert werden. Ich will nicht zum Landeplatz in den Handschellen. Jetzt führen sie uns in Handschellen vor allen unseren Brüdern. Ja. Dahin, ich weiß nicht, also merken Sie also es eigentlich gerade selbst noch, oder? Korrekt, weißt du, ihr könntet uns doch wenigstens mit der zweiten Fuhre mitgehen lassen. Wir werden ignoriert, Jungs, ihr braucht nicht reden. Ja, es spricht niemand mit uns. Ist das willkürlich? Es sind keine Brüder. Hört man mich im Funk nicht, oder? Kein Verständnis, man laut und deutlich. Aber der Koppel kann einmal wieder zurückbringen. Vor das Gefängnis. Schön. Da holen Sie uns hier raus. Das ist was ganz anderes. Das ist Wahnsinn. Worauf warten wir eigentlich noch? Ich meine, was soll denn jetzt noch kommen? Rede Chinesisch. Vor das Gefängnis. Er hat vor das Gefängnis gesagt. Was ist denn mit euch? Wirklich? Ja, ist alles ist egal. Also wenn Sie uns genauso gut zugehört haben wie Ihrem Vorgesetzten, dann kann der Fall ja nur gut werden, oder? Also hier bleiben jetzt die Gefangenen. Da? Werdet ihr jetzt freigelassen? Nein, oder was läuft nein jetzt? Werden wir nicht. Wir gehen jetzt mit der zweiten Fuhre rüber und dürfen weiter im Knast chillen. Was soll denn das? Das ist doch auch kein RP mehr, das ist doch nur noch Schikane. Aber OOC, das ist doch richtig scheiße. Seid ihr frei? Nein, also mittlerweile ist es nur eine unterlassene Meldung. Aber ich bin bei unterlassener Meldung auch nicht dabei, weil da stand ein ST, der sich das gerade angeschaut hat. Warum sollen wir das nochmal melden? Wir klären das gerade hier unten. Die ST macht gerade Scheiße, wir klären das gerade an 3 Fronten. Aber ich komme jetzt nach der Umstationierung nicht nochmal. Ich muss vor einer Stunde ins Bett, also ich kann nicht wirklich nicht. Ja, in der nächsten Stunde mal zu Ende geht hier. Der Stunde in den nächsten 20 Minuten? Ja, warte mal kurz. Master Sergeant, darf ich ganz kurz mit Ihnen sprechen? Nein. Das kannst du dir, glaube ich, sparen. Die LAT sind abgehoben. Gut, ja also genau. Ich werde meine Erfahrung bringen, warum das so lange dauert. Aber Sie müssen sich aber vorstellen, dass... Ja, weil Sie absolut überfordert sind mit allem. Nein. Was möchten Sie jetzt damit aussagen? Master Sergeant, das ist nichts gesagt, was ich weiß nicht mal, warum ich im Knast sitze. Ja, Rion ist okay. Doch, das habe ich Ihnen vorhin mitten ins Gesicht gesagt. Kommen Sie mit, erzählen Sie mir das mal. Ja, das Problem... Ich dachte, Sie sind gar nicht zuständig. Vorhin nach meinem Verhör hat zu mir jemand gesagt, dass es nicht mehr Hochverrat ist, dass es jetzt was anderes ist. Und das wurde mir nicht mitgeteilt. Also ich weiß ja basically 2,5 Stunden überhaupt nicht, warum ich hier sitze. Ich dass es wohl unterlassene Meldung wäre. Da haue ich aber meinen Schädel gleich wirklich gegen die Wand. Aber ich bleib dabei. Also ich meine, Henkel stand da und hat das gemeldet. Und warum sollen wir was melden, was gemeldet wurde? Und die ist hier schon lange beschäftigt. Sehe ich nicht. Ermittlungen können auch weitaus länger dauern. Ja, auf jeden Fall. Aber für so einen Kindergarten doch nicht. Sie ermitteln ja nicht. Sie ermitteln doch nichts. Auf Punkt. Doch, es werden seit 2,5 Stunden werden Leute befragt. Erst sie verletzen und inzwischen ihre eigenen Männer. So viele waren ja gar nicht da. Also unser Vorgesetzter, den sie befragt haben, ist halt interessanteste, weil der halt nicht dabei war. Klar. Es sind doch im Nachhinein mit der neuen Fuhre sind doch richtig viele Soldaten gekommen, die das alles gesehen haben. Wie das alles da lag also, und wie sie vor Ort waren. Und die mussten alle nochmal befragt werden, obwohl sie doch ihre Inventur hatten, nicht wahr? Also sie haben nochmal alle Leute befragt, die danach nochmal dahin kamen, die es auch gesehen haben, obwohl sie ihre Inventur hatten. Wieso brauchen sie dafür noch Zeugenaussagen? Weil eventuell irgendjemand bestätigen kann, wie sie in irgendeiner Art und Weise eventuell diese Kisten oder anderweitigen Gegenstände, zum Beispiel mit den Zivilisten darüber gesprochen haben, dass diese von ihnen hergebracht wurden. Ja, aber das kann doch ihr Private Henkel sofort ausräumen. Da muss ich ganz kurz unterbrechen. Der Private Henkel war vor uns sogar an dem Ort und Stelle. Was haben wir... Ja klar, also der Verdacht hätte gar nicht aufkommen müssen, wenn ihr als Soldat richtige Arbeit gemacht hätte. Also das ich ist jetzt das einfach nur noch reine Schikane. Ja, es ist so. Also First Call, bleiben Sie bei mir. Nee, also jetzt mal ganz so. Im Ernst. Rian, hält die Fresse. Ah, Digga. Ja, endlich. Ich darf ins Bett. Star kommt der Corporal Starfield. Der fehlt, der kommt nicht mehr. Der lässt grüßen. Ja, dann sind wir vollständig. Ich kann absolut verstehen, wenn das scheiße ist, dass man ziemlich lange involviert ist in Straffälle. Jetzt vorhin die Situation. Mann. War keine von denen, die Nerven aufreiben bzw. überfordern für uns war. Der Commanding Officer zu diesem Zeitpunkt, das war der Captain Flower.
hat uns gesagt, okay, sollen wir eine Verhaftung durchführen nach Standardprotokollen, wie wir es halt machen sollen. Und ich entschuldige mich auch nochmal dafür, dass das, sage ich mal, so grob passieren musste, wie es eben passiert ist. Das Problem ist, wir sind dazu angehalten, wenn wir einen einzelnen Fehler in der Strafakte machen, fliegen wir aus der Einheit. Nur ein ganz kleiner Fehler. Zum Beispiel das Vergessen eines Zeugens und dadurch die Ungültigkeit des Strafverhalts. Wir sind raus. Komplett. Das ist kein D-Rank, das ist kein Strike, wir sind raus. Das war's. Das heißt, wir versuchen immer möglichst gründlich zu sein. Der Bericht mit der Inventur, der geht jetzt 17 Seiten. Den habe ich in der Zeit geschrieben, wo sich die anderen Leute um sie gekümmert haben mit den Verhören. Nebenbei waren noch Leute beschäftigt, die die ganzen Sachen abtransportiert haben, weil auch diese müssen wir alle eintragen, jedes einzelne. Die Strafakte schreiben, den gesamten Tathergang, Uhrzeiten, alle Zeugenaussagen aufnehmen. Und das ist das Problem, weswegen sie ziemlich lange in der Zelle saßen. Unsere Männer waren extrem lange damit beschäftigt, verschiedenste Leute bei ihnen zu befragen. Und dementsprechend hat sich das jetzt ebenso in die Länge gezogen. Und offen gesagt, ich finde, selbst wenn die gründlich ermitteln, eine Stunde kann man machen, völlig in Ordnung. Aber 3 Stunden, egal in welchem Universum, das ist zu lange. Ich habe jetzt 3 Stunden meines Lebens in dieser scheiß Zelle gesessen, oder zumindest in Handschellen, die kriege ich nie wieder, die sind weg. Der einzige Grund, warum ich jetzt noch hier bin, ist der, dass ich wissen will, was ich gemacht habe und ob ich eine Strafe kriege. Und nicht mal das weiß ich jetzt. Und ja, dazu muss ich auch noch gleich die Leute befragen, weil sich die Leute, also tatsächlich auch von denen, die sie bearbeiten, hat dann irgendwie keiner Interesse daran gezeigt, sie jetzt wieder zum Gefängnis zu holen, geschweige denn jetzt nach ihnen zu fragen, denn es bin mal wieder ich. Ja, dann würde ich aber einfach ganz spontan sagen, dass der Fall dann nicht relevant genug ist, um verfolgt zu werden. Wenn sich da keiner für interessiert. Wie gesagt, ich frage einmal ganz kurz gleich mal nach. Dann verstehe ich aber nicht, warum Sie den wichtigsten Zeugen, und zwar mich, der von Anfang an in der Situation mit dabei war und die Situation komplett beurteilen kann, noch nicht angehört hat. Ich bin zwar von, also ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, ich bin von Cerdo befragt worden, aber nur zu dem, was die für wichtig halten für ihren Straffall. Und ich glaube, da ist der Punkt, da hätten wir von Anfang an anfangen müssen, weil dann wären nämlich von 2 Stunden oder 3 Stunden Arbeit, die Sie jetzt hatten, hätten sie das alles auf, ich sage jetzt mal, eine Dreiviertelstunde verkürzen können. Also meiner Meinung nach, der Grund, warum sie am Anfang festgenommen wurden, war ja der Verdacht auf Hochverrat. Der stand aber ab einem gewissen Zeitpunkt gar nicht mehr im Raum. Ab dem Zeitpunkt hätte man sie eigentlich auch wieder gehen lassen können. Darum geht es ja auch gar nicht, sondern es ging ja jetzt darum... Weil die Ermittlungen können wir auch im Hintergrund führen. Geht es ja darum, wir können sie auch so verhören. Dass die TC-Soldaten haben ja sozusagen eine Meldung nicht gemacht, die sie hätten machen können. Aber ich war ja mit ihrem Private First Class in der Untersuchung beteiligt. So, das heißt, ich war bei dieser Gruppe, die sich ja nicht aktiv an dem Strafverfolg beteiligt haben, die kamen ja nach mir vor Ort. Ich kürze das Ganze jetzt mal ab. Ich habe die Situation komplett von Anfang an mitgekommen. Und entweder sagt mir jemand, was genau uns jetzt vorgeworfen wird und was das Strafmaß ist, oder ich verlange eigentlich, dass das Ganze jetzt einfach fallen gelassen wird, weil es einfach nicht zu keinem Ergebnis führt. Also es kann ja nun nicht sein. Ihr hattet jetzt 3 Stunden Zeit. Ja, okay, perfekt. Wenn er rangeht, tu mal bitte an Comlink rangehen. Hallo. Also ich stehe jetzt hier vor den Soldaten. Es hat irgendwie keine Anzeichen gemacht, diese Soldaten wieder abzuholen. Es ist doch so, dass denen gerade nur, in Klammern nur, unterlassene Meldungen vorgeworfen wird, richtig? Also sind alle freigesprochen. Ich drehe durch. Alles klar. Bis gleich. Ja. Hast du gerade erfahren, dass wir freigesprochen wurden? Sie haben alle Nirnakten bekommen. Nirnakten sind Freispruchakten. Und seit wann ist das bekannt? Anscheinend seit ich hasse, ich will nicht mehr, nein. Natürlich nochmal, ich denke, Sie können verstehen, warum wir so aufbrausend waren. Ich muss jetzt gleich auch nochmal ein aufbrausendes Gespräch mit den Ermittlern führen, denn das war das, ich darf nicht sagen, egal. Ich kann verstehen, worauf sie hinaus wollen. Also es wäre halt einfach nur schön, wenn die Zeugenbefragung, weißt du, was halt das geil ausführlich ist? Gemacht wäre und nicht nur zu dem Punkt ist, wo der Straffall für die relevant ist. Das wäre die bestimmt schon seit anderthalb Stunden. Ich hätte ihn von Anfang an... Vielen Dank fürs Kommen, also dass wir das jetzt... Wir haben doch auch schon seit Anfang an eine Erklärung für alles. Dass die Jungs, die zum Beispiel was auf dem Zelt auf der rechten Seite passiert ist, gar nicht hätten sehen können. Weil die sind links am Zelt vorbeigelaufen und haben überhaupt gar nicht die Möglichkeit, das Waffenarsenal... Wurdest du schon informiert? Ja, wir sind freigesprochen und ich glaube, ich laufe gleich Amok. Der AAT ist über Funk schon bereits an die Jungs weitergegeben worden. Also das heißt, die Situation war schon bekannt. Verstehen Sie, was also ich meine? Also der ermittelnde S-Zähler, halt den kennen Sie worden. Ich habe da aber mal noch eine logistische Frage. Seit wann ist das bekannt, dass wir freigesprochen werden? Also ist das jetzt gerade erst eben rausgekommen? Ich kann mal auch kurz fragen. Die Herrschaften würden gern wissen, seit wann bekannt ist, dass die freigesprochen sind. Und aus welcher Erkenntnis ist das geschehen? Also was ist passiert, dass der Freispruch durchgeführt wurde? Nee, ich habe an einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr zuhören können. Ja, der
Herr möchte mir das im D-Funk erklären. Aber grundsätzlich ist es seit ungefähr 20 Minuten. Oder was heißt, ich darf jetzt gehen, richtig? Ich entschuldige mich für die lange Wartezeit. Ich hoffe, Sie verstehen, dass wir einfach nur versuchen, gründlich zu sein. Ich werde nochmal mit den Herrschaften. Ja, das kann ich verstehen, aber bedenken Sie vielleicht nochmal. Ich bin freigesprochen worden nach das drei Stunden. Warte, ich wollte gerade sagen, hat die SC jetzt Mimimi klein beigegeben? Ja, nach drei Stunden bin ich muss irgendwas töten. Ich bin ehrlich, lächerlich.